Dann lief er mit seiner Tasche und der Schneekönigin in die Wiesen hinein, die sich weit nach dem Westen hin erstreckten und ganz am Ende mit dem Himmel zusammenflossen. Ich bin vorbereitet auf unseren heutigen Gast, auf Moritz Rinke, Autor, Literat und vor allen Dingen Werder-Fan. Herzlich willkommen beim Weserstrand, der Talkshow des Weserkurier hier auf der Ozeana. Und da oben steht er schon. Begrüßen Sie mit mir Moritz Rinke. Hey, hey, hey. Oh, da lebt alles gefährlich. Gut. Das war aber ein Auftritt, meine Herren. Ja. Alles heile? Alles heile, wunderbar. Also wir gehen erstmal an die Bar, da können wir uns dann von dem Auftritt wieder ausruhen. Ja. Jetzt ist Maria. Erst unten weggerutscht und dann oben den Kopf gestoßen. Das ist sozusagen doppeltes Unglück. Ja, das, dabei kann, sollten das, Sie sich das kann nur an den neuen Schuhen liegen, die ich mir eben noch gekauft habe. Die anderen waren nass. Und, aber ich habe mir schon beim Anlauf überlegt, ist hier jemand schon mal jemand von der Treppe gefallen? Peimann war doch hier, oder? Ja, Peimann war im Café Sand. Der hat sich mehr Zeit genommen als Sie einfach. Ja, der war nicht so hektisch. Ja. Aber Sie sollten sich doch auf Booten auskennen eigentlich. Sie waren auf großer Seefahrt, habe ich gelesen. Hendrik Werner hat ein Interview mit Ihnen gemacht. Da haben Sie Seemannsgarn gesponnen. Sie sind auf dem Boot nach New York gefahren, oder? Ja, nach der Schule habe ich gedacht, ich war ja Waldorfschüler und dachte, das müsste man mal richtig konterkarieren mit etwas... Ja. Echten? Ja, mit echten, genau. Und habe angeheuert auf einem Containerschiff in Hamburg und bin dann tatsächlich in See gestochen. Nordsee war noch okay, aber nach Le Havre ging es dann in den Atlantik und das war dann richtig heftig und also Windstärke 9 und Orkane und das ging dann 14 Tage. Und ich weiß noch. Und wie ging es dem Waldorfschüler da? War das sozusagen. Ja, waren Sie Teil der Mannschaft oder waren Sie der Waldorfschüler? Ja, also Waldorfschüler, den konnte ich nicht überwachen, die wussten gar nicht, was das ist. aber. Sie mussten den Kurs tanzen. Man musste eine Runde Bier. Becks schmeißen, so als Anerkennungszeichen. Und dann haben die aber haben es abends immer so Splatter-Movies geguckt und auch andere Gattungen. Also durchaus kulturell. Habe ich so ein bisschen rausgeklingt. ich kannte auch jedes Bordell an der Ostküste später vom Hörensagen. Die Jungs sind dann, ich musste natürlich immer auf Deck bleiben mit dem Kapitän. Mhm, klar. Aber der Kapitän war toll. Der Kapitän machte nämlich seine letzte Fahrt. Und in Hamburg schon stand seine Frau mit so einem weißen Taschentuch und sagte, und dann kommst du wieder und dann bist du immer bei mir. Und er weinte, und es waren aber nicht Tränen der Freude, sondern Tränen des Schreckens, weil er sich schon vorstellte, wie das sein würde, wenn er im Blankenese mit seiner Frau sitzt. Und er sagte den wunderbaren Satz, der mich zu einem ganzen Theaterstück angeregt hatte, zwischen mir und meiner Frau muss der Atlantik dazwischen sein. Und da habe ich viel über Ehe erfahren. Also, Sie meinen, manchmal ist die Entfernung die wahre Nähe? Ja, also jeder, der mal so eine Distanzbeziehung geführt hat und dann plötzlich auf Nähe umschaltet, weiß, was die Distanz bedeutet. Also die Distanz ist ja oft die Erholung der Nähe, beziehungsweise der Abstand. Und in vielen Ihrer Stücke sehen wir auch, dass Nähe unglaublich große Distanz schaffen kann, ne? Wenn man nämlich stumm nebeneinander sitzt und sich gar nichts mehr zu sagen hat. Genau, also immerhin hat der Kapitän, ich weiß nicht, ob die so redselig waren, also selbst wenn die sich Wochen nicht gesehen haben, ob die dann miteinander geredet haben, das war ein schöner Moment, dieser einsame Mann auf Deck und ich alleine mit ihm und während die Jungs dann die Ostküste unsicher machten. Deshalb, Ozeana, wir wollten es Ihnen so ein bisschen wie zu Hause machen. Nicht. Ja, es wackelt noch nicht. Ja. Warten Sie mal, bis wir ablegen Richtung Weserstadion. Ja, da wollen Sie nämlich heute auch noch hin. Wir spielen gegen Düsseldorf. Ja, wir müssen schnell talken, haben Sie gesagt. Zweite Halbzeit wollen Sie noch angucken. Ja, wenn es irgendwie möglich ist. Aber wenn ich jetzt hier gleich viele Freunde entdecke, dann werde ich sicherlich hier bleiben. Weil Sie sind Werder-Botschafter. Ich bin Werder-Botschafter, genau. Da wurde meine Stelle frei. Jürgen Trittin ist zurückgetreten, nachdem nun Wiesenhof auf dem T-Shirt war. Dann hier auch als Talkgast und haben ihn nach einem neuen Sponsor gefragt. Der will unbedingt Becks haben. Sie können mit Wiesenhof gut leben oder hätten nicht Sie auch wirklich, lieber Becks als nicht Sponsor? Nicht wirklich, aber ich habe den Job gerne genommen, weil es wirklich viel Spaß macht. Diese Werder-Familie ist wirklich, das sagt man immer so, aber die ist wirklich intakt und die ist jetzt noch besser als vorher. Und wir werden ja einmal im Jahr auch gebeten, wirklich in den Vorstandssitzungen und in den Jahressitzungen teilzunehmen und Anregungen zu geben. Und das ist ein Verein, der sich wirklich für den Blick von außen, also wie kulturell schaffen oder Filmemacher oder eben Schauspieler wie Matthias Brandt, der auch dort ist,
auf den Verein schauen. Und das ist, glaube ich, ganz wertvoll, dass man immer mal den Blick von außen hat. Es wäre ein intellektueller Verein? Ach, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber welcher Verein ist schon intellektuell? Das muss aber auch gar nicht sein. Er ist interessiert. Und Marco Bode zum Beispiel ist jemand, der auch zu Lesungen kommt. Und ich habe ja auch so eine schöne Freundschaft mit Dieter Bodensky, ja. Der ja eigentlich überhaupt kein Kulturgänger ist, aber wir haben uns da gegenseitig bereichert. Und vor allem seine Frau Claudia ist eine begeisterte Theatergängerin. Und Otto Rehhagel früher auch. Rehhagel, ne? Genau. Der im Smoking und fotografieren lassen hat und Werbung fürs Theater gemacht hat. Also ja, da gibt's schon eine Nähe, den habe ich neulich in der Staatsoper getroffen. Ja. Der ist mit Jürgen Flimm befreundet, dem ehemaligen Intendanten. Kommen wir auch noch drauf. Staatsoper, ja. Genau. Und der lässt es natürlich immer sehr raushängen. Ne? Der diskutiert dann auch über Kultur. Mit Kresnik zum Beispiel ist er auch befreundet, der hier früher in Bremen war. Sind schon viele Namen gefallen, über die wir noch reden. Gehen wir mal ganz kurz auf unser Sofa und streifen vielleicht hier einmal unsere Literaten-Fußballtafel. Ja. Also das hier ist ja klar, den erkennen wir. Da würde ich mal einfach dieses Wappen zuordnen. Ja. Vielleicht können Sie einfach ein Stück rumgehen, dass wir alle sehen können. Ja. Ja, so. Ja. Also hier haben wir einen Menschen, der auch in Ihrer Heimat in Worpswede lange war, Rilke. Ja. Für wen schlägt das Herz von Rilke? Oh, Rilke und Fußball, das ist eine sehr... Der ist in Mädchenkleidern aufgewachsen, glaube ich, ne? Ja. Also wenn überhaupt für Saint-Germain-Paris, aber die finde ich hier nicht. Wir können es in Gedanken dahin geben. Der hat eine Tochter gezeugt. Ja? Tragische Geschichte. Aber das ist in Westerwede geschehen. Okay. Also ich würde ihm auch Werder geben. Wenn okay, dann teilen Sie sich das. Rilke und Rilke. Ja, ich habe ja auch einen Zweitverein. Ja? Genau. Günter Grass. Lübeck eigentlich. Ja. Aber ich muss es sagen, eigentlich auch Werder Bremen. Er hat ein großes Herz für Werder Bremen und für Freiburg. Im Ernst? Er hatte wirklich ein Werder Bremen-Herz? Ja, er hatte ein Werder Bremen-Herz. Wir hatten in der Probe, haben wir auch eher so auf Freiburg getippt. Ne? Also so es ist Freiburg, Es ist Freiburg, aber wir haben uns ja... Genau. Ja, also... So ein bisschen revolutionär, so ein bisschen links, so ein bisschen... Ja, oder? Es ist Freiburg. Der Olle Goethe. Hui. FC Weimar gibt es nicht. Ja. Frankfurt vielleicht? Ja, Eintracht Frankfurt, genau. Ja. Sehr gut. Hätten wir auch hier irgendwo. Da haben wir es, den Adler. Adler passt auch. Und Bert Brecht. Ja. Ich scheue mich. Ja, bei Boxkämpfen. Ich scheue, ne? Ja, ich weiß, er liebte Boxen. Gibt es ja auch wunderbare Sätze über Sport. Ja. Der hat es ja wirklich erkannt, dass Sport viel mit Kultur zu tun haben könnte. Ich traue mich nur nicht, der Hertha hinzuschieben, weil das irgendwie... passt nicht, ne? Die Stadt ist Union, richtig. Aber es stellt ja vielleicht auch... Oder Roter Stern Moskau oder so. Ja, vielleicht, genau. Ne? Aber wir müssen Hertha nehmen, oder? Ja, ich glaube, wir nehmen Hertha, oder? Schieben wir den mal Hertha hin und vielleicht wird Hertha dann noch ein bisschen cooler und ein bisschen literarischer. Wir gehen mal rüber zum Sofa. Und Sie können Moritz Rinke natürlich Fragen stellen. Wir haben hier Ihr Buch. Ja. Die letzten Seiten sind weiß, habe ich gesehen. Und ich gebe das einfach mal rum mit Stift. Und wenn Sie Fragen an Moritz Rinke haben, einfach reinschreiben und wir lesen sie danach vor. Herr Rinke, wir setzen uns aufs Sofa und plaudern vielleicht am Anfang mal über Ihre Kindheit. Sie haben es eben schon gesagt, Waldorfschule, Worpswede, Mutter Schauspielerin, Vater Goldschmied, glückliche Jugend. Mutter versuchte Schauspielerin zu werden, war an der Otto-Falkenberg-Schule aufgenommen worden. Das ist so die damals oder immer noch die große Schauspielschule in München und war, glaube ich, sehr, sehr stolz. Aber ihr Vater, ein Bremer. Also ihr Opa sozusagen. Mein Opa, genau, mein Großvater, hielt das für Unfug und seine Tochter sollte was Anständiges werden und wenn überhaupt irgendwas... was irgendwie nach Aufsehen erregen soll, dann sollte sie Leichtathletin werden und Goldmedaillen für Deutschland erringen. Und hat sie dann eigenhändig aus München abgeholt und aus dieser Schauspielschule entführt. Und sie hat dann bei einem Bremer Wollunternehmen hier in der Nähe Dolmetscherin, weil sie so viel Sprachen konnte. Und also das wurde verhindert. Hat dann aber irgendwann in Bremen die Truppe um Hübner kennengelernt, Zadek und Kresnik, vor allem Kresnik. Große Theater-Epoche, reden wir gleich auch noch drüber, genau. Und so kam dann letztlich auf Umwegen das Theater wieder zu ihr. Also man kann eigentlich sagen, ihr Opa hat es geschafft, dadurch, dass er so streng war, dass ihre Mutter sie zum schauspielaffinen Menschen gemacht hat. Ich fürchte, dass es so war, wie oft in Familien, dass dann der Sohn quasi das erfüllen sollte, was die Mutter nicht konnte. Aber das war eben einfach, ich meine, mein Großvater, das war ein herzensguter Mann,
Der erinnerte mich ein bisschen an Marcel Reich-Ranicki. Okay. Er hatte immer so Verdikte und Verbote und sprach auch ein bisschen so. War aber Maschinist bei Hemelinger Bier. War der erste Maschinist, also er hat eigentlich Becks groß gemacht. Und, okay. Und darum trinke ich auch immer nur Becks. Hemelinger und Literatur, besten Werbeslogans. Ja, oder? Also das muss man einfach mal so sagen. und Sie haben oft schon darüber erzählt, in der Waldorfschule oder in einer Malschule, extra Malschule, mussten Sie tatsächlich, wie man in Worpswede das so macht, immer Himmel malen. Stimmt das? Ja, zuerst, ich denke da übrigens jetzt oft drüber nach, über diese Malschule, weil ich jetzt mit meinem Sohn immer natürlich male und er malt einfach drauf los und das ist wunderbar. Ich immer wenn er mit Wasserfarben malt, dann werden das, also die Kinder malen ja ohne zu, die denken ja nicht, die malen es einfach und ich denke immer, jetzt müsste es doch hier noch ein bisschen rot und so, ich komme dann so mit meiner Farbenästhetik, aber er macht es irgendwie und es ist immer schön. Mhm. Und in dem Moment, wo ich zur Malschule ging, verlor ich dieses Talent. Einfach zu malen, sondern dann fängt man an, eben, dann kommt dann geht natürlich immer an den Lehrern, dann kommt irgendein Mallehrer, der irgendeine Vorstellung hat. Und ich hasste die Malschule. Mhm. Und vor allem mussten wir eben Worpsweder Himmel malen und auch erklären, warum die so leuchten und was das mit dem Moor zu tun hat und so. Und also diese ganze Kunstmythologie Worpswedes wurde einem schon in dieser Malschule verabreicht. Wir wollen mal gucken, wie viel davon übrig geblieben ist. Wir gucken uns mal ein Stück Himmel an. Und Sie sagen, Worpsweder Himmel oder nicht? ich meine, Sie sind Experte. Ja, also haben Sie den aus dem Monet-Bild abfotografiert? Der wirkt mir so ein bisschen pontulistisch gepünktelt. Ich würde also sagen, Sie sagen französischer Himmel. Französischer Himmel würde ich eher sagen. Gucken wir mal das ganze Bild dazu an. Oh! Ja, ein typischer Paula Modersohn-Becker-Himmel. Ja, doch ein Worpsweder. Ja. Aber es war vielleicht auch ein bisschen zu kleiner Ausschnitt. Nehmen wir noch mal einen. Noch einen Himmel. Ist ein anderer Himmel. Ja. Ja. Ja, gucken wir mal die Auflösung. Jetzt haben wir den französischen Himmel, können wir mal gucken. Den Bateauschen. Ja, ja, okay. Okay, einen Himmel haben wir noch. Ich meine, mit so einem Ding kann man zu Wetten, das gehen, ne? Ja, oder zur Waldorfschule. Ja. 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 Ich sehe überhaupt keinen Himmel. Naja. Ach so, doch, ja. Ja, das kann hier unmöglich in Norddeutschland sein, oder? So klar. Nein, ist preußisch klar, würde ich fast sagen. Ja, da liegen Sie gut. Kaspar David Friedrich. Sie sollten zu Wetten, das gehen. Schauen Sie. Bitteschön. Also irgendwas hat diese Malschule doch gebracht. Ja. Und dann können Sie auch den Letzten natürlich erkennen. Sieht doch fast aus wie der Erste. Ja, das ist ein Worpsweder am Himmel. Aber natürlich. Schauen wir uns die Auflösung an. Ja, ja. Und die Birken. Mit der Worpsweder Birke. Die Birken müssen wir natürlich auch machen. Ja. Ja. Wie war das denn für Sie als Kind? Also Sie waren ja nicht Teil dieses Bauernclans in Worpswede, sondern Teil dieser Bohemen, die da waren. Sie haben ja beschrieben, es waren wirklich zwei Welten, die da aufeinander gekracht sind. Sie und die anderen. Wo haben Sie sich da positioniert? Als Sohn einer Künstlerfamilie? Naja, mein Vater ist ja Goldschmied, das ja auch wiederum auch sehr viel mit Handwerk und Bodenständigkeit zu tun hat. Also das ist eine Werkkunst, die macht man mit den Händen und mit Präzision. Und meine Mutter war eher die Lebenskünstlerin, sage ich mal. Das ganze Umfeld war natürlich, das bestand ja nur aus Malern. Also ich bin zwischen Malern und Bauern groß geworden. Mhm. Gegenüber war den Bauern, nebenan waren die Bauern. Wir wohnten auf einem alten Bauernhof. Und das war, wir hatten viele Tiere und das war eine grundfeste, schöne Mischung. Aber es war natürlich die Zeit der 68er, das kam in Worpswede ein bisschen später an, wie alles in Norddeutschland, die manchmal ein bisschen verspätet ankommt. Ja. Kam auch 68 etwas verspätet an, sodass ich das noch miterleben konnte. Aus der Kinderperspektive. Und es gab dann immer so jedes Wochenende natürlich Eröffnungen und Ausstellungseröffnungen und Feste. Und wir waren dann immer mussten natürlich immer mit zu den Festen, konnten uns, wurden auch nicht ins Bett gebracht. Das mussten wir aber es gab auch Happenings schon durchaus. Da, ja, das oder? Waren also das ich kann glaub, ich. Ihre Eltern waren schon oder Sie waren auch Teil von so dann doch Exzessen, die an die 68er erinnerten. Ne? Ja, also genau. Das fand dann immer auf diesen Festen statt. Mhm. Und da wir ja nicht ins Bett gebracht wurden und selber ins Bett brachten, brachten wir uns natürlich immer auf diesen Festen irgendwo ins Bett. Mhm. Und ich kann mich eben erinnern, dass im Hause Mexipa fanden immer große Feste statt. Und einmal habe ich mich dann auch dort zu Bett gebracht, blöderweise in dem Ehebett. Und da lag aber die, jetzt hätte ich den Namen nicht sagen sollen. Die Gattin? Da lag die Gattin. Des Komponisten? Genau, das ist, jetzt, Sie zitieren den Roman, das ist tatsächlich eine Bücher, das ist wirklich in den Roman eingeflossen, weil es so absurd war. Da lag der Komponist auf der Gattin des Hauses. Und
Und es war natürlich nicht der Komponist, das ist nur in dem Roman so, ja. In Wirklichkeit war es jemand anderes, aber das Interessante war, dass gerade Wahlkampf in Worpswede war und ich kannte diesen Mann von den Filmplakaten, von den Wahlplakaten, das war nämlich ein Kommunist, für die DKP. Ja. Und dann sah ich diesen Komponisten auf der Frau des Gastgebers und fragte, sind Sie Komponist oder Kommunist? Das konnte ich damals noch nicht so richtig unterscheiden. Wie ich vieles in der Zeit nicht unterscheiden konnte. Und haben Sie dann eine Antwort bekommen? Raus war die Antwort. Ja. Waren das verstörende Kindheitserfahrungen oder schöne Kindheitserfahrungen? Das war schon verstörend. Also gab noch ein paar andere, dass man dann zu Weihnachtsfesten eingeladen wurde und die hatten sich dann ausgedacht, dass diesmal Weihnachtsbäume wurden ja nicht gerodet, weil das war ja, machte man ja nicht. Stattdessen stand da plötzlich die Frau splitternackt als Weihnachtsbaum mit Kerzen behangen und die Kinder kamen einfach mit, ja. Und also so habe ich mit 6, glaube ich, eine glühende Frau, nackte Frau als Weihnachtsbaum gesehen. Ich kann mich an andere Dinge, wir hatten ja 3 Bordelle in Worpswede. Okay. Keine Ahnung, es gab 8000 Einwohner, davon waren 4000 Bauern und 4000 Künstler oder solche, die es werden wollten. Und ich weiß nicht, wer diese 3 Bordelle frequentiert hat. Manchmal sah man da Werderaner, Spieler, die kamen dann, also die Bordelle sind vor den Großstädten. Ne? Ja, wahrscheinlich waren es dann die Bremer, die gesagt haben, wir fahren mal ins Künstlerdorf. Ja, wir haben die da gesehen. Wir haben da Profis gesehen und wir haben, davor war so eine Wiese und da haben wir mal Fußball gespielt und dann war einmal nachmittags das Fenster auf dieses Bordells und da haben wir den 74er Tangoball da reingeschossen, um dann da reinzukommen, um zu klingeln, weil also da war der Ball war ja drin, ja? Der WM-Ball. Ja, und das war dann auch so ein großes Erlebnis, als ich dann klingelte und mir so eine sich vorbereitende Dame des Hauses am frühen Abend die Tür aufmachte. Und Sie haben gesagt, ich möchte meinen Ball wiederholen. Ich möchte meinen Ball wiederholen. Ja, wurde dann hineingeleitet. Ja, damit kennen die sich da ja aus. Sie haben gesagt, Bordelle ist das eine und das andere waren Drogen. Drogenhändler war die Schnittmenge zwischen Bauernwelt und intellektuellen Welt. Habe ich das richtig verstanden? Ja, den Link habe ich nicht geschlossen, als Sie das mal irgendwo erzählt haben. Ja, weil viele Worpsweder Jugendliche hatten natürlich irgendwann genug von diesen Künstlereltern und entwickelten sich genau in das Gegenteil. Also sie wollten dann Maschinisten werden, wollten zu Autohäusern gehen, viele haben Banklehren begonnen. Und manche, die noch so schwankten, sagten, ach, dann werde ich doch Drogenhändler, weil das steht zwischen der Kunstwelt und der Verkaufswelt. Und Drogen war damals ein großes Thema in Worpswede, das ist richtig immer noch. Und so entstand die Utopie des Drogenhändlers als Alternative. Ist es immer noch? Ich habe nicht mehr so viele Bindungen natürlich zu der Worpsweder Jugend, aber ich weiß, dass es vor vielen Jahren auch immer noch, also vermutlich wie überall. Sie haben sich ja wirklich gemütlich eingerichtet. Das stand immer, oder? Bei meinen Großeltern so ein Radio. Das, ja, bei meinen auch. Funktioniert das noch? Das ist jetzt nicht angeschlossen, aber das geht noch. Ja, ja. Ja, toll. Das ist, wie Sie gehört haben, Radio früher? Das ist wirklich, natürlich stand auch mal diese Bilder von mir dann auf diesem Radio. Ja. Andere. Als Hochzeitsfotos hier, wahrscheinlich noch. Und so. Ah, nee, das gibt es dann bei Ihrer Familie, gab es keine Hochzeitsfotos damals. Doch, meine Großeltern haben durchaus geheiratet. Meine Eltern übrigens auch. Die waren dann ja doch irgendwie, hatten auch was Bürgerliches. Ja, wenn man so Tannenbaum spielt, weiß ich nicht, ob man dann auch Hochzeitsfotos. Ja, das waren ja nicht wir, meine Radio stellt. Also bitte Sie, meine Mutter war nicht der Tannenbaum. Nein, natürlich nicht. Das war Natascha Ungeheuer. Ach so? Die Frau von dem verstorbenen, wunderbaren Lyriker und Maler Johannes Schenk. Was wir heute alles erfahren. Ja. Es dauerte eine Zeit, bis sie dann wirklich ihr Worpswede-Trauma, ist es ja nicht, aber auch so ein Aufwachsen in einer vorbestimmten, kulturell geprägten, nicht nur von den dort wohnenden Künstlern, sondern ja auch schon historisch durch den Nationalsozialismus geprägten Stolzheit aufgearbeitet haben in Ihrem Roman. Wir haben ihn eben schon gesehen, der Mann, der durch das Jahrhundert fiel. War das etwas, wo Sie gesagt haben, den Roman schreibe ich, weil ich muss mich da noch mal stellen und ich muss auch noch mal gucken, wie in diesem Ort Worpswede mit Vergangenheit umgegangen wurde und wird? Ja, also das war einer der wesentlichen Gründe und es gibt ja wie oft bei mir so bestimmte Momente, die etwas auslösen. Und das war die Geschichte von meiner Tante, die in dem Paula Becker-Modersohn-Haus gewohnt hat und wo ich als Kind immer gespielt habe. Und mittlerweile ist sie ja ein Museum und ich mit der Sabine, das war ihre jüngste Tochter,
mit der spielte ich immer und dann kamen immer die Touristen und drückten natürlich ihre Nase an das Fenster und wir haben immer mit Fliegenklatschen auf die Touristen gehauen, ja. Die wir im Übrigen für Terroristen hielten, weil ja. Das hatten, konnten wir also auch nicht unterscheiden. Also hielten ja Kommunisten für Komponisten. Für Terroristen. Ja, also da war ja alles ja. Sozusagen. Ja, Terroristen war ungefähr dasselbe und die musste man bekämpfen mit dieser Fliegenklatsche. Und dann hörten wir irgendwann, dass der Bruder ihres Mannes, Karl Emil Uphoff, ein Expressionist der Weimarer Republik, in der Nazi-Zeit zum obersten Kunstrichter in Worpswede war, wurde und seine ganzen Kollegen abgehängt hat, also der Stramm irgendwie nach rechts gesprungen ist und ein richtiger Nazi wurde. Und der vergrub seine expressionistische Kunst im Garten hinter dem Paula-Haus. Und das haben wir immer gehört und dachten, der war ja doch irgendwie bedeutend, die Kunst war doch bedeutend und haben immer nach gegraben. Und haben die aber nicht mehr gefunden. Später habe ich erfahren, dass die dann von anderen ausgegraben wurde als Rache. Mhm. Aber dass man Geschichte vergräbt und in dem Moment, wo man sie wieder umlügen will oder eine andere Geschichte und eine andere Biografie braucht, holt man diese alten Kisten wieder hoch, um zu sagen, ich war doch ein großer Expressionist. Das hat mich fasziniert. Oder man vergräbt was man nicht wiederfinden soll und die nächste Generation findet. Und die nächste Generation passiert in Ihrem Buch, wo dann Nazi-Skulpturen gefunden werden, die sozusagen die ganze Wahrheit über die Vergangenheit offenbaren. Ja, das ist dieser Großvater, der Rodin des Nordens genannt. Der Kük. Genau, Kük. Ja, und heißen ja alle Kük. Früher, als ich Fußball spielte, war ich bei der Mannschaftsausstellung, war immer Kük, Rinke, Kük. Ja. So. Und die Familie Kük lebt eben im Moor und Paul, der junge Protagonist, muss halt das Haus seiner Kindheit retten. Und weil das untergeht, im Moor versinkt, haben wir viele Häuser dort. Und bei dieser Trockengrundlegung finden sie eben die Nazi-Skulpturen von den Reichsbauernführern, die der Großvater offenbar auch abgebildet hatte und aber eben versteckt hatte, wie dieser Karl Emil Uphoff, der Bruder meines Onkels. Und also das Moor wie ein Archiv, das einfach Geschichte aufbewahrt und irgendwann kommt es hoch. Und beeinflusst auch die nachfolgende Generation. Ihr Protagonist lernt eigentlich in diesem ganzen Roman, dass Zerstörung und das Ende der Anfang von etwas Neuem ist. Das ist ja fast eigentlich auch schon wieder eine Nazi-Diktion. Das hat mich so gewundert in diesem Buch, dass Sie Ihrem Protagonisten sozusagen die Heilung durch die komplette Zerstörung geben, also eigentlich eine verbrannte Privaterde, um dann ein neuer Mensch zu werden. Eigentlich ist das ja auch eine merkwürdige Geisteshaltung, oder? Ja, aber erstmal ist das schön beobachtet, weil er wird ja durch ein paar andere Dinge ein neuer Mensch. Er wird ja nicht nur durch diese Entdeckung seines Großvaters, den er sehr liebte, erkennt er, oder versucht sich hineinzufühlen, wie hat dieser Großvater sich damals fühlen müssen, als er vor die Alternative gestellt wurde, machst du mit oder machst du nicht mit? Vor der Alternative standen ja viele Worpsweder Künstler, die einfach bleiben wollten, die durch ihre Kunst nur dort leben konnten. Es gab natürlich auch Verrückte wie Mackensen, der das unbedingt wollte und der sich auch andiente, der ja sogar irgendwie Gewehre erfunden hatte oder meinte, erfunden zu haben, die um die Ecke schießen konnten, mit dem man dann noch irgendwie die Russen besiegen konnte. Also das war schon ein Verrückter, aber eben auch der Gründer der Kolonie. Und mein Paul ist eher belastet mit dieser Vergangenheit, weil er im Auftrag der Mutter, die auf Lanzarote, mittlerweile auf Vulkangestein lebt, diese Nazi-Skulpturen entsorgen soll, weil ihr Vater nun nachträglich zum Künstler des Jahrhunderts ausgerufen wird und kämpft dann gegen diese Historie an. Aber dadurch, dass er sich wandelt, ist eigentlich die Geschichte, dass er seinem leiblichen Vater auf die Schliche kommt, von dem er niemals glaubt, dass es sein Vater ist. Und das verändert ihn. Würden Sie denn sagen, dass Worpswede heute kritisch mit seiner Vergangenheit umgeht oder müsste man da nochmal die Bagger anrollen lassen, um das Moor nochmal zu durchwühlen, das braune Teufelsmoor? Also da findet man wahrscheinlich vieles, aber auch aus ganz anderen Jahrhunderten. Ich finde schon, dass in den letzten Jahren vieles passiert. Also nach meinem Roman war es ein bisschen schwierig. Die wussten nicht so genau im Dorf, wie sie darauf reagieren sollten. Anfangs wurde Heimatverräter oder was war ja, da der Vorwurf? Ja, das Buch wurde nicht in den Buchhandlungen, das gab es nicht. Und auch in den offiziellen Museumshops gab es das nicht. Es wurde nur heimlich in den drei Bordellen gelesen. Ja, es wurde heimlich in den drei Bordellen gelesen. Es gibt nur einen. Schatz, kannst du mir heute mal ein bisschen Rinke vorlesen? Ja, genau. Ja, es gibt da, das sind die neuen Drogen. Dann es gibt da übrigens eine
Bordellszene in dem Roman, natürlich musste ja. Also ihr Buch durfte jedenfalls, das erzähle ich jetzt nicht. Man wollte sich damit eigentlich erstmal nicht auseinandersetzen. Nein, und mein Bruder, der Goldschmied ist in Wobbsede und einen kleinen Shop hat dort, das konnte man dann da kaufen. Irgendwann war es dann, als man das, dann kam die Öffentlichkeit und dann verkaufte sich der Roman sehr gut und dann irgendwann fanden das viele eine gute Auseinandersetzung mit Wobbsede und auch eine ehrliche und sagten, eine Liebeserklärung an einen Ort ist immer auch mit Kritik oder mit Infragestellung verbunden. Und mehr hat sich diese Gemeinde an diesen Roman herangearbeitet und auch überhaupt an das, was ist überhaupt ein Roman? Die haben natürlich gefragt, so ist das doch gar nicht, der Weg geht doch nach links ab und warum geht der Roman nach rechts ab? Und so, die wussten gar nicht, dass ich das einfach nicht, die dachten, das wird nachgestellt, das Leben. Ja? Aber glauben Sie, das hat was bewirkt? Also haben Sie heute das Gefühl, dass Wobbsede durch ein solches Buch, durch einen solchen Roman nachhaltig nachdenkt, oder ist man jetzt froh, dass das Buch auch wieder zu ist und Sie neue Theaterstücke schreiben und man nicht mehr so viel damit zu tun hat? Also es gab schon dann in den letzten 10 Jahren auch wiederum Diskussions- und Vorträge dort und ich glaube, das hat was bewegt und nicht nur mein Buch, sondern auch von Strohmeier gibt es Texte und Bücher in kleinen Verlagen erschienen, die sich mit dem Nationalsozialismus in Wobbsede auseinandersetzen. Also da ist eine Menge passiert. Wir haben ja viele Gäste, die nicht direkt aus Bremen kommen, sondern aus Wobbsede oder Bremen-Nord, eine andere Provinz. Es ist immer so, dass der vorherige Gast eine Frage an den nächsten stellt. Unser letzter Gast war Jan Böhmermann und der möchte von Ihnen Folgendes wissen. Lieber Moritz Rinke, wie kann man es schaffen, dass die Provinz wieder entdeckt wird? Die Menschen wollen in die Stadt, keiner ist mehr auf dem Land. Sie schreiben über Wobbsede, über die schreckliche Provinz in der Nähe von Bremen. Es geht um ostdeutsche Provinz, die Anbindung von ostdeutscher Provinz. Wie kann man die Provinz zurückgewinnen? So. Das ist ja eine seltsam ernste Frage für Herrn Böhmermann. Ne? Ja. Ja. Na, er hat schon dafür gesorgt, dass es in Bremen eine Debatte gab, um eben Bahnlinien nach Bremen-Nord neu zu machen. Ja. Aber wie leben Sie mit der Provinz? Also Sie haben ja gesagt, Sie würden nie wieder nach Wobbsede zurückziehen. Jetzt in Berlin und haben gesagt, Wobbsede würde für Sie nicht mehr in Frage kommen. Ach, das habe ich vor den Kindern gesagt. Ich glaube, jetzt habe ich habe ja sogar... Vor den Kindern, ja. Okay. Ich bin jetzt nochmal Vater geworden. Ich habe jetzt eine Tochter, die ist 2,5 Monate alt. Ich vermisse wirklich das Land und das Moor mittlerweile schon. Also mit Kindern ist das in der Stadt irgendwie nichts. Und so gesehen ist das ein bisschen in Frage gestellt. Ich wüsste auch nicht, wo ich das gesagt habe, aber ich glaube, wenn man das sagt, was Böhmermann fragt, dann geht man davon aus, dass die Hauptstadt so unbedingt hauptstädtisch ist. Das ist sie nämlich gar nicht. Also Berlin ist recht provinziell. Dörflich sogar. Ich habe lange in Schöneberg gewohnt, da ist der Bäcker und der Schlachter. Ja. Das ist eigentlich genauso wie ganz genau. Auf dem Dorf. Ganz genau. Berlin ist ja auch so angelegt, dass jeder Stadtteil sein eigenes Zentrum hat, sein eigenes Rathaus. Und nicht nur das ist provinziell, und das ist ja auch schön, darum fühle ich mich eigentlich auch wohl in Berlin. Die ganze Stadtpolitik ist provinziell. Wir haben grundprovinzielle Stadtpolitiker, wir haben grundprovinzielle Theaterkritik, Literaturkritik, alles ist provinziell. Außer die Theater. Dramatiker. Ja, auch provinziell. Ja. Wir versuchen immer, das Hauptstadtgefühl irgendwie zu erzeugen, aber das ist, ich weiß gar nicht. Ja, aber ist das nicht so eine typische Verblendung auch der jetzt in der Großstadt wohnenden Intellektuellen, wo man sagt, die Romantik nach dem Land und wir sind ja eigentlich provinziell und das wahre Leben spielt eigentlich in Wobbsede. Aber hingehen tun sie trotzdem nicht. Ja, das war ja, so ist ja die Wobbsede Künstlerkolonie entstanden. Mhm. Der Flucht aus dem Akademismus raus auf in die Natur. Das war eben Mackensen, Modersohn, die haben aus so einer Stadtflucht halt Wobbsede begründet. Ich habe das mit Lanzarote gemacht. Ich habe mich in Lanzarote teilweise niedergelassen, weil ich diese Insel sehr liebe und weil ich da wirklich Stille und Ruhe habe und mich das komischerweise, obwohl das kein Moor ist, ganz das Gegenteil von Moor, irgendwie sehr an Wobbsede erinnert. Komischerweise bin ich da auch wieder in einer Künstlerkolonie gelandet, das wusste ich überhaupt nicht. Plötzlich habe ich lauter Künstler als Nachbarn. Kaum war ich da, wollten die eine Kolonie gründen, das habe ich da verboten. Also Lanzarote ist das wärmere Wobbsede eigentlich. Das wärmere Wobbsede, genau. Okay. Aber Sie wollten eigentlich auch dann erstmal wieder Großstadt, wir haben schon gehört, erst das Meer und die Seefahrt und dann die Großstadt. Sie wollten nach Hamburg, nach Berlin, auf die Schauspielschule, was dann haben wir eben auch schon geredet, Otto Rehhagels Freund Jürgen Flimm
scheiterte unter anderem, der sie nicht haben wollte. Ja, ja genau. Jürgen Flimm hatte, da gab es so eine Prüfungsfrage über den Peter Steinschen Torcaso aus Bremen. Die berühmte Inszenierung mit Bruno Ganz und Jutta Lampe und Edith Kleber hier 66 in Bremen. Und diese Inszenierung war maßgeblich dafür verantwortlich, dass Stein Bremen verließ und die Schaubühne gründete, weil er sich mit Hübner, dem damaligen Intendant, verkrachte. Und ich hatte damals irgendwie in der Bremer Shakespeare Company Hübner kennengelernt und hatte dessen Telefonnummer. Und rief dann, als ich mich für diese Prüfung bei Flimm bewarb, Hübner an. Und der erzählte mir alles, was er mal überhaupt, der war froh, dass ihn mal jemand fragte, wie das war. Und all das erzählte ich dann Herrn Flimm, der natürlich ein glühender 68er war und von Herrn Hübner nichts wissen wollte und ließ mich durchfallen. So einfach war das. Das heißt, Ihre Begeisterung für das revolutionäre Bremer Theater hat dazu geführt, dass die Eitelkeit von Herrn Flimm gekränkt war. Ja, die war wirklich gekränkt. Und den kam ich ein Jahr später wieder an und dann sagte, den kenne ich doch, die können gleich raus. Ja. Ich konnte gar nicht mehr über Lyons und Lena sprechen, das war das Thema, ja, gut vorbereitet. Und Jahre später gab mir Ulrich Kuhn, damals Intendant in Hannover, für Hamburg den Stückauftrag, das Thalia-Theater zu eröffnen, und löste ihm Jürgen Flimm ab. Und Herr Brauneck hatte eine Loge, das war der Partner von Jürgen Flimm, wo ich mich beworben hatte. Und der sagte, ich saß plötzlich neben Brauneck und der sagte, Herr Flimm kommt gleich in diese Loge. Und ich saß bei meiner Premiere, Uraufführung, Ablösung von Flimm in diesem Theater mit meinem Stück. Flimm kam in die Loge und Brauneck sagte, kennen Sie den? Und Flimm guckte mich an, nö, flüsterte so. Das war nun der Mann, der... Das ist der Hübner-Bewundererin. Genau, den sie zweimal durchrasseln lassen haben. Heute gehe auch zu den Weihnachtsfesten von Jürgen Flimm. Wir sind gut befreundet. Okay. Und komischerweise erzählt er jedem diese Geschichte, der sie noch nicht kennt. Ja. Oft auch wahrscheinlich den Leuten, die sie schon kennen. Ja, das macht der Film auch sehr gerne, dass er die auch fünfmal erzählt. Also Hamburg, Berlin war nichts. Dann sind Sie in die nächste Großstadt oder Provinz nach Gießen gekommen. Ja, das Gießen wäre ich auch fast zur Journalismusschule gegangen, aber dann bin ich einmal durch die Stadt gegangen. Ja. Und dann bin ich wieder in mein Polo gegangen und bin nach Freiburg weitergefahren. Habe gesagt, nee, gute Entscheidung. Ja, genau. Gute Entscheidung. Also Gießen ist da wirklich... Grauenvoll. Das ist doch ganz grauenvoll, oder? Das sagte schon Büchner. Büchner, damals war die Stadt wahrscheinlich noch schön. Ja. Aber, noch kein Elefantenklo. Da gab es noch kein. Ja, das kennen Sie auch, das Elefantenklo. Sie müssen sich vorstellen, großen Rolltreppen. Auch Riesenrolltreppen. Eine Überführung, dann hat man so eine Überführung gemacht mit so einem Riesenloch. Da kann man dann runtergucken und auf den Verkehr gucken. Und alle Architekturstudenten werden da von ihren Professoren hingeführt und die sagen dann, und so bitte nicht. Ja, genau. Und das ist das berühmte Gießener Elefantenklo. Und diese Stadt ist so hässlich, dass wir jedes Wochenende nach Frankfurt gefahren sind oder nach Wetzlar oder wo oder sich in Bücher vertieft haben. Das Geniale an Gießen war, dass man sich dort zum Genie ausbilden lassen konnte, weil man nichts anderes machen konnte. Ja. Inzwischen ist ein Teil Ihres Vorlasses, also des späteren Nachlasses, wenn es sie mal nicht mehr gibt, tatsächlich auch nach Gießen an die Uni gegangen. Ich meine, Sie sind jetzt nicht steinalt, ja? Also Sie sind auch nicht kurz davor abzunippeln. Also wie fühlt sich das? Wenn ich weiterhin solche Treppen so runter kann, vielleicht so schon. Kommen, ja. Heute hätten wir es fast geschafft. Ja. Wie fühlt sich das an, wenn man schon seine ganze Korrespondenz und so Studenten in die Hand gibt, die dann alles lesen können und damit umgehen? Verfolgen Sie das, was die Studenten da in ihren Aufzeichnungen der 70er, 80er Jahre finden? Ja, in den Aufzeichnungen der 70er, 80er Jahre, die gab es noch nicht, obwohl das doch... 80er, 90er? Ja, genau. Obwohl da so ein paar Epochenhefte aus der Waldorfschule irgendwie dazwischen geraten sind. Weil da gab es nur gemalte Himmel, genau. Ja, da gab es nur gemalte Himmel, die sind da auch ins Archiv gewandert, genau. Und so peinlicherweise so Nibelungenaufsätze von mir aus der 12. Klasse, die mein Vater dann dem Archiv übergeben hatte. Ja, das ist schon teilweise dann komisch, weil man sich ja wirklich nicht so alt fühlt. Es gibt da aber einen ganz tollen Germanisten, der ist da mittlerweile aber gar nicht mehr, aber der hat das, mich da auch sehr informiert, wie man das macht. Das ist toll, wie die das alles, diese ganzen Sachen dann auf sicherem Papier, Fax, früher hat man ja noch gefaxt, ne? Ich hatte so viele Faxe damals von... Dieses Thermopapier. Ja, ich habe mal einen Fax von Jean Moreau bekommen, als sie den Grauen Engel spielt, das auf Fax, ja, oder von Marianne Hoppe und all diese Dinge, die vergilbten natürlich und das haben die alles gerettet. Aber fühlt sich schon ein bisschen strange an, oder? Fühlt sich strange, oder ist das erhebend? Ja, einerseits ist das schon, es macht ein bisschen Angst, weil man natürlich alles, was man jetzt schreibt, denkt, das liegt dann irgendwann auch im Archiv. Ja. Und die haben da auch peinliche Sachen gefunden, ne? Also das ist natürlich... Wir hören, oder müssen wir jetzt die Studienbücher... Naja, einfach, dass man irgendwie ein Date oder mit irgendwie, die finde ich toll,
oder Herzchen oder was auch immer, was man so beim Herzchen natürlich nicht mehr, aber naja, was man so im Alltag plötzlich so macht, das liegt dann, das wandert dann zwischen den Papieren, stapelweise von Papieren, irgendwelche Liebesbriefe wurden dann entdeckt. Wow. Und ja. den Damen wieder zugesandt oder doch in lieber im Archiv gelassen? Nee, das dürfen sie nicht. Es gibt dann so, man muss dann zum Beispiel, wenn sie Briefe ausstellen, da gab es auch so eine Ausstellung, also von Mario Adorf zum Beispiel, müssen sie dann Adorf fragen, ob sie diesen Brief ausstellen dürfen. Nee, diese Briefe kommen dann in so einen extra Topf privat und okay. Da kommt, wenn ich dann da bin, dann darf ich da mal reingucken und dann denke ich, um Gottes Willen, wer hat denn den gelesen? Ja. Ja, aber was ja interessant ist, weil also von Schriftstellern, die in den 30er, 40er, 50er, 60er, 70er Jahren gelebt haben, die auf Schreibmaschine geschrieben haben, gibt es ja auch noch alle Werkformen und was weiß ich was. Wie machen Sie das jetzt? Also ich überlege mir, wenn so ein Bühnenstück oder ein Roman von Ihnen aufgearbeitet wird, wahrscheinlich schreiben Sie mit Windows, neue Version, rein, redigiert, also die Wissenschaft, der fehlt ja eigentlich ganz viel Arbeitsprozess durch unsere Computerarbeit. Ja, oder? Das ist total richtig. Ich glaube, deshalb hat man sich auch in Gießen entschieden, mich zu fragen, weil ich drucke immer aus. Ich drucke das Skript aus und schreibe dann in das Skript. Ich liebe das, nicht vom Computer zu sitzen, sondern vor dem ausgedruckten Skript und da meine Korrekturen reinzumachen. Papier. Und ja, und dann kann man natürlich diese ganzen, man von jedem Stück oder von jedem Roman sieht man dann immer so einen Stapel und kann die Fassungen verfolgen. Und das ist natürlich für Germanisten interessant. Dann, ich würde sagen, da geht schon viel Gedächtnis verloren durch andere Arten. Und ich glaube aber, dass die in den 30er, 40er Jahren, wenn die so merkten, dass man sich für sie interessiert, dann haben die, glaube ich, angefangen, diese Briefe schon für die Nachwelt zu schreiben und diese Notizen. Machen Sie das inzwischen auch manchmal so einfach, dass so ich mich ertappe, Briefe für die Nachwelt? Nein, das mache ich nicht, aber so. Merke ich natürlich jetzt schon, wenn ich irgendwie Notiz mache, denke ich irgendwie, schreib mal einen schlauen Satz daneben, ja, und nicht irgendwie so, bitte merken oder so. Mach mal ein bisschen literarischer, ja. Super. Ja, das ist, wenn man zu Lebzeiten eine Ikone wird. Sie erzählen ja, wie Flimm auch oft Geschichten doppelt. Eine ist zum Beispiel, wer alles in Ihrem Haus gewohnt hat vorher. Das erzählen Sie eigentlich auch jedem, ne? Also Reich Ranitzky, Günter Grass, Papst Johannes Paul, die haben alle in Ihrem Haus gewohnt. Ja, aber das muss man doch mal zweimal erzählen, weil es so schön ist. Ja. Erstens ist nicht mein Haus, sondern eine Mietwohnung. Ja. Und da wohnte früher mein Professor Andrzej Wirth, bei dem ich in Gießen studiert habe. Und der war eben der Pole und der ging mit Marcel Reich-Ranitzky, ich erzähle das jetzt nochmal, zur Schule. Bitte. Die beiden, also die haben studiert und die liebten sich und die teilten die Frauen mit. Reich-Ranitzky war ja ein totaler Schürzenjäger. Und mein Professor eben auch. Und jetzt kommt es überraschend: wie heißt er wirklich? Johannes Paul II. Der Zweite, später Wojtyla. Ja, Wojtyla. Wojtyla. Wojtyla war auch ein Schürzenjäger. Und diese drei sind immer in Warschau losgezogen. Mhm. Und das erzählte mein Professor bis ins Detail. Mhm. Und Reich-Ranitzky im Übrigen auch, der immer bei uns ins Institut kam. Und das waren natürlich wunderbare, wunderbare Geschichten. Und lag das jetzt an den drei Jungs oder an der Aura der Wohnung, die auch auf Sie übergegangen ist? Was wollen Sie damit sagen? es gibt immer noch dieses Schild Damen. Ja. So ein Türklopfer und da steht Damen. Ich habe vieles in der Wohnung verändert, aber das habe ich gelassen. Und Professor Wirth hat mir mal erzählt, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass eben Wojtyla bei einem Berlin-Besuch in den 70er Jahren in der Berliner Wohnung war. Und dann habe ich gesagt, wie denn? Das ist im vierten Stock, es gibt keinen Fahrstuhl. Ne? Deshalb habe ich aber die Wohnung gekriegt, weil Andrzej Wirth irgendwann nicht mehr hochkam. Wie ist denn der da hochgekommen? Dann guckt er mich an und sagt, mit dem Heiligen Geist. Ja. Das ist der schönste Fahrstuhl. Ja. Ja. Lassen Sie uns ganz kurz nochmal zurück aufs Theater kommen, auf Bremen. Sie haben es eben schon gesagt, Umfeld Kresnik, das ist der große Tanztheater, das Tanztheater-Genie und Enfant Terrible zu seiner Zeit, der hier ganz viele Uraufführungen gemacht hat, die für Revolutionen deutschlandweit gesorgt haben. Was haben Sie da so für Erinnerungen an diese Theaterzeit der 80er Jahre war es dann? Ja, in den 80er Jahren. Also das ging so los, dass die 73 kamen dann die Kresnik-Truppe immer zu meinen Eltern. Die haben sich halt angefreundet. Und dann war diese ganze Tanzgruppe und eben auch Schauspieler aus dem Ensemble immer bei uns im Garten. Wir wohnen ja in diesem Moor. Und verbrachten da ihr Wochenende. Und ich sah immer diese Tänzer und Schauspieler und diese verrückten Menschen. Das waren ja irgendwie große Kinder, ja. Und ich mochte das. Ich fand, dass die so ihre Kindheit so verlängerten ins Erwachsentum und immer interessante Geschichten erzählten und immer so ein bisschen verrückt waren und man durfte lange auf, das durfte ich ja sowieso. Aber mit Kresnik habe ich mein erstes Bier getrunken, zum Beispiel.
Ja. Wo? Zu Hause? Ja, so heimlich. Die Eltern waren weg, Kresnik war noch da und dann hat er einfach mal so einen Becks aufgemacht und hat gesagt, hier, trinken wir mal einen. Und ich mochte diesen Kresnik, ich mache den immer noch sehr gerne, weil der ist so grundehrlich und der ist so grundtreu, auch wenn er oft so irgendwie daneben haut. Aber das ist mir recht. Und der hat so eine Bodenständigkeit. Mhm. Und dieser Mann ist irgendwie geerdet und ist nicht so, diese Menschen in der Kultur leben sind oft so wahnsinnig aufgeplustert und intellektualisiert und ohne wirklich, man weiß gar nicht, wo das Herz ist bei diesen Menschen, ja, für was sie brennen. Und der echte Körper, ne? Also ja. Kresnik auch gerade. Ne? Also ja, und genau. Und das, ich meine, der war Fußball begeistert, der wollte, dass ich Österreicher werden, weil ich ganz gut im Tor war. Ja. Und wir haben, er hat mir immer, ich schieß dir einmal drauf. Und dann sprach ich immer so österreichisch. Ja. Und dann waren wir immer im Garten und dann schoss er immer und ich hechtete immer durch den Rasen und er sagte, er wird Österreicher. Ja. Wir brauchen einen guten Torwart. So, ja. War der Kresnik. Ja. Sie sind Werder-Botschafter, das haben wir schon gehört. Ich glaube, ein Botschafter des Theater Brems werden Sie eher nicht. Von Ihnen stammt folgender Satz. In Bremen im Theater haben Sie gerade 5 Romanadaptionen im Spielplan, dazu eine Fernsehadaption, Liederabende, 3 Projekte und ein einziges Drama, bei dem auch noch die Hauptfigur gestrichen wurde, sodass der Verlag der Autorin klagte. Wenn ein Fußballverein bei der Auswahl seiner Spieler so vorgehen würde wie das Theater Bremen, dann würden sie 5 Handballer, 3 Biathleten und noch ein paar Ruderer und Gewichtheber verpflichten und am Ende absteigen. Ja, zu diesem Satz stehe ich immer noch, aber ich glaube, dieser Satz wurde erhört. Der damalige Chefdramaturg des Bremer Theaters hat das Bremen nämlich verlassen und macht genau das, was ich da kritisiere, jetzt in Zürich. Mhm, Herr von Peters. Genau. Und Michael Bürgerding, mit dem ich ja sehr freundschaftlich verbunden bin, hat sich, glaube ich, schon ein bisschen in diese Richtung umorientiert. Ich treffe ihn morgen zum Frühstück und werde ihn nochmal sehr bitten, wieder mehr Theaterstücke zu spielen, zum Beispiel West End, mein neues Stück. Also, ich glaube, das ist ja eine Fehlentwicklung. Ich glaube, Menschen wollen wirklich im Theater auch Geschichten sehen, wollen Schauspieler sehen. Warum haben wir das verloren? Also was ist da? Also Sie haben mal gesagt, es gibt diesen komischen Berufsstand des Dramasseurs, also des Dramatikers, der auch Regisseur ist und der Dramaturg, der sozusagen eingreift in alles. Wenn Sie über Bürgerding reden, Urdramaturg, ja, der sozusagen ein verkopftes Theater denkt, dem die Sinnlichkeit, finde ich, oft abgeht. Warum haben wir das, warum hat das gerade Mode? Warum ist also das Bürgerding ist schon sehr, der ist schon sehr empfindsamer, sensibler, der ein guter Stückeleser ist. Ich kenne ihn ja seit Hannover und Taliertheater, wo er Chefdramaturg war, also dem ich viele gute Anregungen verdanke. Aber er ist da ja nicht allein. Es sind in den letzten 15 Jahren ist die Postdramatik, also dass man glaubt, alles, was auf der Bühne erzählt wird, ist quasi Nacherzählung, kann gar nicht in dem Moment authentisch empfunden werden, ist quasi konservativ, die Schauspieler wollen andere Dinge machen als Texte nachsprechen und memorieren, sie wollen das Theater auf der Bühne erfinden oder der Regisseur will es selber lenken und will selber die Figuren erfinden. Und das alles hat uns in manchmal spannende Performances gebracht. Es gibt auch wunderbar postdramatische Autoren wie Jelinek, aber auch sehr viele Epigonen. Und es ist natürlich eine sehr spezielle Debatte, über die wir jetzt gerade sprechen. Aber ich glaube, und die Theater machen dann immer eins, die wollen dann sozusagen ihren Geschmack, die wollen alle von ihrem Geschmack oder von ihrer Botschaft oder ihrer Avantgarde überzeugen, statt einfach zu sagen, ein Theater hat, Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen, Bedürfnisse vom Theater. Warum macht man das? Hübner hat das übrigens gemacht. Der hat verschiedene Sachen gemacht. Absolut. Also wir brauchen mehr Vielfalt. Aber wenn Sie morgen Herrn Bürgerding treffen, wenn ich mich einmal ganz kurz neben Sie setzen darf. Ich stelle das hier einmal hoch. Augenblick. Sekunde. Jetzt muss ich noch einmal aufklappen. Weil reden ist ja gut, aber wenn wir Sie schon hier haben, können wir ja auch eine Rinke-Uraufführung machen, habe ich gedacht. Oh. Und wir schreiben die einfach mal eben schnell. Aha. Also es müsste hier eigentlich gleich ein Bild kommen. So, wir schreiben Theaterstück. Sie fangen an und ich bin dann weiter dran. Also. Das können Sie im Bürgerding dann morgen mitnehmen und sagen, wäre doch auch mal was. Schreiben Sie immer klein? Nein, aber ich habe... Mein Gott. Mitgebracht.
Okay. Sieht man das jetzt oder sehen Sie das? Ja, nein, das sieht man da. Ah. Sehen Sie, schauen Sie, da ist der sozusagen Bildschirm. Was würde jetzt so ein Rinke-Charakter sagen? Der würde hier nicht sagen, toll, zeig mal her. Der würde das jetzt schon spannender machen, ne? Vielleicht. Ach. Mensch. Ganz schön viele R's hier. Ja. Nee, doch, hier, warte. Ein bisschen Rechtschreibung brauchen wir auch schon. Das mit ein paar weniger R's. So. Warte, ich schreibe noch was. Ja, 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 okay, ich will den. Aber denken Sie an die Nachwelt, ne? Das landet in Gießen. Im Archiv. Das ist schon mal gut, oder? Ja, schon mal gut, ne? Müssen wir noch was korrigieren? Nö. Dann können Sie mal den Stecker da reinstecken. Da ist irgendwo so ein Druckerstecker. Weil wir wollen uns das natürlich auch vorspielen lassen. Ja, ja. Wir wollen ja nur schreiben, ist ja langweilig. Da müsste man eigentlich noch mal drüber gehen. Aber, Wollen wir noch drüber gehen? Ach, das können die schon lesen, die sind interessiert. Entschuldigung, Sie müssen den Stecker... Hier muss man ganz da natürlich. Ja, klar. Hier hat man ganz schön viel zu tun bei Ihnen. Da denken Sie eine ganze Menge aus, ne? Ja. Und was Sie nicht tun, mache ich auch noch. Ja. Das ist ja das... Was ist das hier? Apfel P, ja, ne? Ja. Ups, das ist Pi. Wir bräuchten eigentlich nochmal einen Lektor, aber na gut. Lektor kommt ja später. Ja. Das ist ja, warte mal, ich mach mal Kopien 2. So, drucken. Ja, jetzt mal ganz im Ernst, wie gehen Sie da vor? Schreiben Sie Theaterstücke, Einsatz, den nächsten, Einsatz, den nächsten? Oder ist ganz lange Arbeit am Konzept? Ja, da gibt es unterschiedliche Modelle. Also, der Drucker geht nicht. Brecht zum Beispiel oder Max Frisch, die haben es geschafft, ein Stück quasi auf dem Bierdeckel zu diskutieren und haben es quasi ihrem Konstrukt entlang geschrieben. Ich bin eher jemand, der gerne sich überraschen lässt von Figuren, wie sie sich entwickeln. Und bei mir ist es eher immer manchmal so eine Szene, ich habe plötzlich einen Satz im Kopf oder ich habe oft auch Schauspieler im Kopf. Okay. Wir schreiben ja auch sehr viel, ne? Für Schauspieler, genau. Wirklich. Wir haben wenig Schauspieler, aber dafür immer mit tollen Rollen. Ne? Also es ist wichtig, dass bei Ihnen also kaum jemand vorkommt, der nur drei Sätze zu sagen hat und sich langweilt und einfach sagt, scheiße, schon wieder ein Rinke, da habe ich nichts zu tun. Genau, ich liebe das Schauspielertheater und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass ich eben eigentlich Geschichten erzählen will von Menschen auf der Bühne und wirklich Menschen sehen will. Und das ist so das, was ich mir immer vornehme, dass eben jeder Schauspieler in der Produktion irgendwie glücklich sein soll und eine wirkliche Rolle hat. Das sind nicht die Konzepte, das sind oft, das ist vielleicht ein Thema, bei West End, dem neuen Stück, war es ein Roman, Die Wahlverwandtschaften von Goethe, den ich hochspannend fand und immer noch nach wie vor wahnsinnig aktuell. Und ich habe mich in diese Figuren verliebt und habe dann versucht, aber mich wirklich von ihnen zu entfernen und wirklich eine neue Wahlverwandtschaften zu schreiben. Mhm. So wie man sie heute vielleicht treffen könnte, diese zwei ungleichen Paare. Jetzt haben Sie noch ein bisschen Zeit bis morgen früh, bis Sie den Bürgerling treffen, ob Sie dem wirklich West End vorschlagen oder den allerneuesten, heißesten Rinke, den es überhaupt gibt. Ja. Aber ehrlich gesagt, okay, wollen Sie mit verteilten Rollen spielen? Wir spielen das jetzt hier einmal sozusagen bühnentauglich vor. Ja, ich habe noch eine Sensation mitgebracht. Interessiert mich eigentlich nicht. Du wirst erröten, wenn du siehst, ich liebe einen Gegenstand. Okay, ich gebe mich geschlagen. Okay, dort in dem Koffer. Jetzt müssen wir es aber aufmachen, oder? Ja, also, Sie haben tatsächlich was mitgebracht. Ja. Das war nicht geplant. Nein, das war nicht geplant. Da ist ein Koffer. Ja. Ja, jetzt muss ich wirklich erröten? Ja, also wenn Sie das sehen, Ja, holen Sie her. Komm, holen Sie her. Es ist Weihnachten. Also das ist wirklich Nikolaus. Ich bin Botschafter des SV Werder Bremen. Ja. Und ich hatte mir gedacht, es waren ja betrübliche Jahre, die wir hier hatten. Und ich habe mir gedacht, ich muss irgendwas machen, um symbolisch irgendwas zu bewegen. Wir sind hier auf der Weser.
Das Wasser fließt Richtung Stadion. Fließt es nach da? Stadion, ja. Fließt Richtung Stadion? Fließt eigentlich da lang. Aber wir können auch gegen den Strom. Ja, wir versuchen das gegen den Strom. Ja. Ich wohne in Mahndorf und auf dem Rückweg nehme ich es einfach mit und dann fließt es hier wieder am Stadion vorbei. Ja? Okay, wir müssen aber wirklich sehr darauf aufpassen. Okay. Ich fürchte auch... Wir müssen mal sagen, das war wirklich nicht abgesprochen. Sie kamen schon mit diesem Ding hier an, ne? Ich habe das Ding. Ja, soll ich auch mal hier was drehen? Ja, ja. Moment. Das ist... Hier ist hier, es, genau. Hier ist es, so. Ja. Warten Sie, stellen wir es so rum, dass man es auch sieht. So. Nee, guck mal. Wow. Wow. Das ist aber ein sehr schönes Nikolausgeschenk für mich. Vielen herzlichen Dank. Nee, ganz im Ernst, wo ist der her? Diesen Pokal wird der nächste DFB-Pokalsieger bekommen. Mhm. Das Original steht in Frankfurt, Frankfurter Vereins-Vitrine, genau. Und die dürfen diesen Pokal ja immer nur ein paar Nächte behalten, wenn sie den DFB-Pokal gewonnen haben, und dann wird er abgegeben. Und dann wird eine Kopie angefertigt. Und diese Kopie wird hier in Bremen gemacht. Bei Koch und Bergfeld, das sind, kennen Sie, das ist quasi das, der berühmteste Pokalhersteller dieses Landes und der Welt. Die machen nämlich auch den Pokal der Champions League, ja, die Deutsche Meisterschale. Und ich habe lange überlegt, ob ich die Deutsche Meisterschale mitbringe. Ich musste mich entscheiden, den DFB-Pokal oder die Meisterschale. Und ich habe gedacht, was ist realistisch? Was ist realistisch, genau. Die Meisterschale ist irgendwie relativ unrealistisch, aber... Wenn man in Dortmund gewinnt, die spielen ja jetzt blöderweise auch noch wieder das schwerste Los, klar. Ja. Aber wenn sie in Dortmund gewinnen sollten, irgendwie, dann prophezeie ich, dass dieser Pokal im Mai in Berlin dem Kapitän der Werderaner überreicht wird. Und deshalb, das ist mal eine Ansage, würde ich sagen. Das ist mal eine Ansage. Und ich wollte es irgendwie beschwören. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich bin mit diesem Karton, ich bin in die falsche Richtung geraten. Wie gesagt, Sie hätten ihn doch fast so weggeschickt, dass er in Hamburg gelandet wäre, oder was weiß ich wo. Im strömenden Regen rannte ich mit diesem, das ist echt schwer, und die ganzen Werder-Fans kamen mir entgegen. Und ich dachte immer, wenn die wissen, was ich hier schleppe. Drei haben mich auch noch angerempelt. Scheiß Koffer da, ja. Ja, ich konnte ja nicht sagen, wollt ihr mal wissen, ich meine, was da drin ist? Wir müssen erstmal erklären überhaupt, also wir haben ja gedacht, wir haben Literaten zu Gast, aber Sie sind ja auch ein begnadeter Fußballspieler, unter anderem spielen Sie in der Literaturnationalmannschaft, Autoren-Nationalmannschaft. Und da haben Sie, ich glaube, Ihr größter sportlicher Erfolg war ein doppelter Hattrick gegen Brasilien, kann das sein, war das das? Ja, Sie sind wirklich gut vorbereitet, das stimmt, das war ein Länderspiel in Frankfurt gegen Brasilien. Und zu meinem wirklichen, der Trainer war der Sturmpartner von Pelé. Mhm. Die Brasilianer wurden betreut. Die haben immer so bei den Spielen, es gibt eine Writers League, das ist mittlerweile 25 internationale Teams und wir spielten gegen Brasilien. Und wir wurden trainiert von Rudi Gutendorf. Also wir hatten schon, Hans Meyer war eigentlich immer unser Trainer, wir hatten Rappoll da. Wir hatten Thomas Schaaf wird uns bald mal trainieren. Ja. Wir haben Dietmar Kramer, der dreimal mit den Bayern im Pokal der Landesmeister wurde. Also wir haben schon immer ganz tolle. Also Sie nehmen das schon richtig ernst, kann man auch sagen. Wir nehmen das sehr ernst. Wir haben vor zwei Tagen gerade wieder Training gehabt. Mhm. Wir haben zweimal die Woche Training, haben dann Spiele und eben diese dreimal im Jahr oder viermal im Jahr Länderspiel. Wenn wir über Fußball reden und über Nationalmannschaften, müssen wir natürlich jetzt auch über Jogi Löw noch ganz kurz reden. Sie haben viele Bücher über Fußball, humorvolle geschrieben, ernsthafte, von Taktik bis zu Spaß. Jogi Löw kommt immer so ein bisschen, ist schon auch für Sie schon früh als Laptop-Trainer erkennbar gewesen. Viele Fans sagen, es ist jetzt zu viel Laptop und wir brauchen mal wieder so ein bisschen Kresnickschen Körperkontakt, und mal wieder Fußball, der stinkt und auch schwitzt. Ja oder nein? Ja, ich bin da noch ein bisschen verhalten, weil
Ich halte den Löw schon für einen guten Trainer. Nur, was ihm definitiv fehlt, ist wirklich das Feuer. Das war aber damals, als Klinsmann Haupttrainer war, gar nicht gewünscht. Man brauchte neben Klinsmann eben den Analytiker, der Klinsmann nicht war. Und dann ging Klinsmann und dann war eben der Analytikerchef. Und das Feuer war durch eine wirklich fabelhafte Mannschaft um Philipp Lahm und Schweinsteiger herum, und Podolski war immer beseelt eigentlich bis 14. Und dann wurden aber die Herren müde und eben auch Löw. Und man machte den gleichen Fehler, den viele Weltmeister gemacht haben, nämlich dass man nicht in dem Moment, quasi in der Nacht des Sieges, das Team umbaut. Und man hat das stattdessen gefeiert und Löw hat viel gefeiert, das konnte man in Berlin beobachten. Haben Sie die Handynummer von dem? Von Löw? Ja. Nee, mit Löw habe ich nie, obwohl ich ja diese Löw-Briefe in der FAZ geschrieben habe, mit Löw bin ich nie irgendwie näher gekommen. Also ich kenne ja viele Fußballer, aber mit Löw hat sich... Also den haben Sie nie mal geschrieben? Jogi? Nee, wir saßen mal bei einem Gala zusammen am Tisch, aber haben uns nicht unterhalten. Hat mich auch irgendwie nicht so interessiert. Also der irgendwie, ich als Figur, ich wollte mir den auch nicht zerstören. Als ich meine, der ist immerhin Weltmeister, ne? Ja, da war er noch nicht Weltmeister. ich finde, also das war ja... Also überlebt das bis zur nächsten EM oder nicht? Ich denke schon. Also der, echt? Ja, es gibt ja keine Alternativen. Also es gibt keine wirklichen Alternativen, weil Klopp wird Liverpool noch nicht verlassen. Nagelsmann auch noch nicht. Jupp Heynckes wird es auch nicht mehr machen. Genau, und Tuchel... Otto Rehagel wäre sofort da. Ja, Otto Rehagel, Tuchel halte ich nicht für den richtigen. Das ist schwierig. Und man will ja immer einen Deutschen. Und deshalb ist es schwierig. Die Qualifikation wird da bestehen. Also klar, sagt man jetzt so. War auch klar, dass wir nicht absteigen. Ja, war auch klar. Also mit anderen Worten, wir freuen uns, wenn es da auch mal wieder ein bisschen mehr Herzblut und ein bisschen mehr Emotionen gibt und die Taktik. Ist das nicht schön? Ist ja nicht schön, es ist wunderschön. Ja, wir haben gleich noch ein kleines Werder-Spiel auch vor. Aber es ist noch ein Ereignis heute. Turmaline. Man weiß das natürlich als Goldschmied alles. Sohn. Ja, das ist doppelte Begeisterung. Ne? Fußball und Sohn des Goldschmiedes. Ich muss ja aufpassen auf den heute Nacht. Ne? Ich muss den morgen wieder abgeben. Der schläft bei mir im Bett. Ja, es wird auch erst morgen ausgestrahlt auf der Weser-Kurier-Seite. Also es weiß keiner, wenn sie gleich den Fans entgegengehen, weiß keiner, was in ihrem Koffer ist. Ja? Die denken, der Rinke hat irgendwie so ein Musikinstrument damit. Wir haben über Löw gesprochen. Heute ist noch was passiert. Annegret Kramp-Karrenbauer ist Chefin der CDU geworden. Sie haben damals bei Gerhard Schröder gelesen. Ja? Also waren da auch der Kanzleramtsvorleser ein bisschen. Hatten immer so ein bisschen Nähe zu Politik, zu linker Politik. Was bedeutet das heute, die Wahl? Man hat natürlich, das war ein seltsamer Wettkampf dieser drei. Einer, der ständig, man das Gefühl hat, der sitzt an seinem Laptop und versucht irgendwie zu erörtern, was konservativ sein könnte. Das, was ja gar nicht so einfach ist heute. Merz stand merkwürdigerweise wirklich für den konservativen Flügel der CDU oder den wieder möchte gern konservativen Flügel, ist aber eigentlich in seiner ganzen neoliberalen Lebensbiografie der letzten 14 Jahre, mit welchen Aufsichtsräten der sitzt, teilweise Firmen, die Cum-Ex-Geschäfte betrieben haben. Das Einzige, was irgendwie konservativ an ihm war, war diese Holding, in der umweltfreundliches Klopapier hergestellt hat. Das war irgendwie konservativ, aber nichts ist an dem konservativ. Und die Frage war, was ich von Kramp-Karrenbauer... Was mich interessiert, ist eigentlich, ob das Spektakel und das Schauspiel Politik in Zukunft wieder spannender werden wird. Weil meine These ist ja, dass die Politik dem Theater, deshalb auch Krise des Theaters, ganz viel seiner Mittel geklaut hat. Inszenierung, so tun als ob, fertig geschriebene Reden, inszeniertes Spiel. Also ist die Wirklichkeit heute inszenierter als das Theater eigentlich? Ja, das Theater hat ganz andere Qualitäten und ist natürlich in dem Moment, wo man Schauspieler sieht und Texte hört und sich durch Sprache verführen lässt, weit von der Politik entfernt. Ich würde das nicht unbedingt vergleichen wollen. Natürlich ist die Politik noch narzisstischer, egomanischer geworden, weil man eben durch Selbstinszenierungen, durch Einladungen, Talkshows,
Politik machen kann, Stimmen bekommen kann durch Beliebtheitsskalen und so. Das bekommt man natürlich nur, wenn man sichtbar ist. Also das Fernsehen ist und schon... Und wenn man sich in Szene zu setzen weiß. Genau. Ja? Fernsehen ist eigentlich auch eine große Verkürzung von politischen Inhalten. Also das Getwittere ist eigentlich eine konsequente Folge der Medialisierung von Politik, also die Verkürzung. Und was jetzt die Wahl heute betrifft, das ist natürlich die Entscheidung, weiterhin die SPD verrecken zu lassen, weil man wird sich wieder links der Mitte aufstellen in der CDU. Das ist ja die quasi Leistung von Angela Merkel, dass sie der CDU weiter nach links gefahren hat. Das wird, es wird jetzt im politischen Spektrum nicht unbedingt spannender werden. Das wäre mit Merz spannender geworden. Kann man sich als Schriftsteller da auch zu positionieren und will man durch Kunst da auch Einfluss nehmen auf Politik? Gerade in so einer bleiernen Zeit, wie sie gerade ist? Ja, aber das ist wiederum eine tolle Frage und spannende Frage und nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, dass Kunst, Welt, Politik immer sichtbar ist in Menschen und in Figuren. Und dass wir die von den Figuren, die ich erzähle, die leben ja in der heutigen Zeit und man sieht die Zeit wiedergespiegelt. Aber sie werden nicht zu politischen Tendenzträgern, sondern das spiegelt sich eben in den Menschen wieder, in der Zeit, in der sie leben. Und darum kann man mit Theater nicht unbedingt Einfluss nehmen auf Politik. Man kann das als Künstler, indem man sich äußert. Also das mache ich ja auch manchmal. Das wird einmal in diesem Land immer nachgetragen, weil man es eigentlich nicht darf. Man soll sich, man soll schön bei der Kunst bleiben und sich nicht einmal. Einerseits fordert man das immer, will ja so den Günter Grass-Mythos und. Andererseits soll man schön auf der Gartenseite bleiben, wo man ist und nicht den Gartenzaun von der anderen Seite. Ich hatte das mit dem Seehofer-Aufruf, den wir gestartet haben, sehr deutlich gespürt. Es gäbe noch so viele Themen, auch als Journalist sind Sie ja immer wieder sozusagen Beobachter unserer Welt und politisch aktiv, aber viel wichtiger ist, den Pott haben wir schon. Wir wollen aber noch wissen, ob Sie auch eine Meisterschale hätten mitbringen können. Ja? Kommen Sie einmal her, Herr Rinke. Was ist jetzt? Jeder von uns hat 5 Steine und zum Schluss unserer Sendung wollen wir einmal gucken. Da sehe ich übrigens meinen Bruder, der hat mir das gerettet, Mopseder. Also ohne den hätte man das nie. Herzlich willkommen. Ja? Ja, sehr schön. Hi. Also. Sie haben 5 Dinger, ich habe 5 Dinger. Rinkegold in Worpswede, wollte ich nur sagen. Jetzt unterbreche ich Sie nicht mehr. Haben wir es? Rinkegold in Worpswede. Ja. Da können Sie nicht nur Gold kaufen, sondern auch tolle Bücher. Ja? Genau. Wo nachher am meisten Dötzelchen drinne liegen, der wird deutscher Meister. Oh! Ja? Ja. Einer nach dem anderen. Ich habe ja auch was für den BVB. Ne? Also ich darf nicht diesen Bayern-Dings da treffen. Ne? Das ist das Gemeine, der ist neben Werder. Komm, wir hauen es mal einmal rein. Oh! Oh. Ja, rings und rechts. Und wenn er zielen rechts. Ja, bravo. So, komm. Ja, wir haben Übung, ne? Wir haben schon Probe gemacht. Aber da hingen die noch anders. Oh, jetzt haben sie Werder blockiert. Guck mal, das ist jetzt irgendwie so Libero-mäßig. Ah, jetzt haben sie Werder. Aber den können sie reinschieben. Ah, komm. Ha, guck mal, ist doch realistisch, was wir hier machen. Und. Ah. Immerhin. Was haben wir als Ergebnis? Beide werden Deutscher Meister. 2x Werder, einmal Dortmund. Also bitteschön. Ja, wunderbar. Werder wird Deutscher Meister. Warum haben Sie nur den Pott mitgebracht? Ja. Das ist ein Double. Ja, das ist ein Double. Ja. Wir haben heute das Double. Oh, ganz viele Fragen. Ich lese 2 schnell vor. Ja. Mit welchen Werken können wir noch rechnen? Wie sehen Ihre weiteren Planungen aus? Jetzt kommt am 19. habe ich, am 21. Dezember kommt Westend in Berlin heraus am Deutschen Theater. Und dann kommt die Premiere, die Hamburger Premiere ist am 13. Januar, wenn Sie Lust haben, in den Hamburger Kammerspielen mit einer ganz tollen Besetzung. Und dann wird es bald den neuen Roman geben. Endlich wieder ein richtiges, dickes Buch zum Lesen, okay. Wie geht es weiter mit Werder? Haben wir, wird Meister und Pokalsieger, das ist eigentlich geklärt heute Abend. Wunderbar. Deshalb, das ist gut, Bremen oder Berlin? Wie Bremen oder Berlin? Steht hier, Bremen oder Berlin? Bremen. Werder Bremen statt Hertha BSC Berlin, sagen wir es mal so, genau. Goethe oder Schiller? Schwer. Eigentlich Schiller. Schiller, ja gut, okay. Ja. Tor oder Vorlage? Tor. Gegentor oder Notbremse? Gegentor. Echt? Ja. Oh. Mertesacker oder Metzelder? Stürmer hasst man Notbremsen. Ja. Oh, auch sehr schwer. Mag ich beide. Ich kenne die beide. Das ist wie Schiller und Goethe. Mertesacker oder Metzelder. Also, das ist ja Mertesacker. Moritz Rinke, vielen, vielen herzlichen Dank. Sie gucken noch die zweite Halbzeit im Weserstadion. Danke, dass Sie hier waren. Willkommen zurück in Bremen. Wir werden
nach Worpswede fahren, Bücher kaufen, Gold kaufen, alles, was Sie wollen. Ja. Wir danken SWB. Vielen herzlichen Dank hier von der Ozeana beim Weserstrand. Danke, Moritz Rinke. Dankeschön.